und willkommen zur 33 Tage Create a Sim Challenge. Oh mein Gott, wie lange habe ich das nicht mehr gesagt? Okay, ich habe nachgeguckt. Die letzte Folge kam einfach vor 4 Monaten. Aber die 33 Tage Create a Sim Challenge wird fortgesetzt. Und wir sind bei Tag 5. Das heutige Thema ist Gothic. Kreiere einen Sim im Gothic Look. Ich selbst bin kein Goth, falls man das so sagt. Es tut mir leid, ich kenne mich damit wirklich null aus. Ich habe gegoogelt und so, ich habe recherchiert, wie das so aussieht. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur ein Style ist, ein Fashion-Stil oder ob das wirklich so ein Lifestyle ist. Aber ich versuche einfach das, was ich bei Google gesehen habe, zu rekreieren. Falls ich irgendwas falsch mache, ich möchte niemanden persönlich angreifen. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich falsch gemacht habe oder ob es mir gelungen ist. Das Erste, was ich mache, ist aber das Gesicht und den Körper zu machen. Das mache ich ganz schnell offscreen und dann bin ich wieder da. Okay, ich habe jetzt ihren Körper und ihr Gesicht gemacht. Also ich habe bei den Google-Bildern wirklich sehr oft solche dünnen Augenbrauen, so dünne schwarze Augenbrauen gesehen und ich glaube, das passt so. Ich finde, ihr Gesicht ist noch sehr kindlich. Also das sieht sehr jung und kindlich aus. Aber mal gucken, was das Make-up damit macht. Also die Make-up-Looks, die ich so gesehen habe, waren immer dunkel, intensiv, sehr auffällig und sehr viel. Das fühle ich. Ich liebe Make-up. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann doch irgendwie too much ist. Aber sowas habe ich auch gesehen, glaube ich. Das wäre so Standard. Aber mal gucken. Ich habe hier sehr viel Make-up. Oh, sowas ist auch... Das habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen. Ich glaube, das war echt am besten. Wie sieht denn das in Schwarz aus? Ja? Mhm. Ich glaube, ich nehme dann echt das hier. Was ich noch machen könnte, sind Kontaktlinsen. Okay, also momentan sieht es nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Ein krasser Eyeliner vielleicht? Vielleicht rettet der einfach den ganzen Look. Oh, oh mein Gott. Der Eyeliner ist es. Oh mein Gott, es ist einfach perfekt. Ich mache auch sofort Wimpern drauf. Ich habe nicht geglaubt, dass ich das irgendwann mal sagen werde, aber ich glaube, ich brauche längere Wimpern. Das ist halt so das Problem von schwarzem Lidschatten und schwarzem fetten Eyeliner. Du siehst halt die Wimpern nicht richtig. Also die haben alle so richtig geile Make-up-Looks. Finde ich jetzt das oder das? Nee, das andere finde ich besser. Ich nehme einfach mal die. Sag mir nicht, ich habe keinen schwarzen Lippenstift. No. What? Wie kann sowas passieren? Oh. Oh? Do we like this? Was für Haare kriegt sie? Oh, wie geil. Oh, wie geil ist bitte die Frisur? Hä, wer so eine Frisur hat, einfach cool. Das hat auch geil. Das ist auch... Oh. Oh mein Gott. Das Make-up. Mal gucken, ob das andere jetzt doch besser ist. Vielleicht so. Vielleicht so. Vielleicht so, vielleicht so. Oh, okay. Ich lasse das Make-up jetzt so. Und die Haare lasse ich auch so. Okay, das Wichtigste ist schon der Kopf. Aber das Zweitwichtigste ist das Outfit. Und da habe ich mir extra Sachen runtergeladen. Auf die bin ich sehr gespannt. Ich habe die mir noch nicht angeguckt. Es ist auch eine Woche oder so her, dass ich die runtergeladen habe. Und ich habe vieles schon vergessen. Aber ich gucke mal. Wo sind die Geilo-Sachen? Oh. Mhm. Okay. Es fängt schon mal perfekt an. Oh, das ist auch geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist einfach perfekt. Das ist einfach perfekt. Ich gucke mir aber noch die anderen Sachen an. Hä, das war's? Okay. Bei den Kleidern habe ich nichts mehr. Mal gucken, irgendein Oberteil. Ist halt ein bisschen blöd, dass ich alles schon vergessen habe. Ach, das habe ich noch. Okay, das ist nicht so... Ja. Nee, das ist nicht so krass wie das andere. Gut, dann... Habe ich das Outfit schon? Oh, habe ich das... Nee, hä, das sieht irgendwie so verbrannt aus. Hä, habe ich nur 2 Kleider runtergeladen? Und ein Oberteil? Ich will mich ja nicht beschweren. Ich finde das Kleid hier perfekt. Aber es ist halt komisch. Ich dachte, ich hätte mehr runtergeladen. Geil ist denn das bitte? Oh mein Gott. Ich nehme das hier. Das finde ich ganz schön. Dann vielleicht eine Strumpfhose? Maybe. Habe ich da was Gutes? So ein Kerzenständer? Ich habe auch richtig geile Schuhe runtergeladen. Oh, da sind schon die ersten. Boah, wie geil ist das denn? Wie geil sind bitte die Schuhe? Das ist ja einfach perfekt. Ich finde, da fehlt dann halt eine Strumpfhose. Ich nehme einfach die Strümpfe. Man sieht gar nicht, dass es Strümpfe sind. Die gehen bis hierhin. Also ist keine Strumpfhose. Ich glaube, das war es so. Grob mit dem Outfit. Okay. Alles klar. Und jetzt noch Schmuck. Das sind auch krasse Haare. Boah, die weißen. Wie cool die weißen Haare aussehen.
Die Haare habe ich jetzt und jetzt noch eine Kette. Ich lasse einfach mal die. Stimmt. Ich will noch Tattoos. Irgendwas mitten auf die Brust. Habe ich da was? Ja, ich nehme das Tattoo. Es ist sehr verpixelt, aber ich nehme das. Und ich bin fertig mit Tag 5. Das ist meine liebe Faye Goth. Sorry für den Nachnamen, aber ich will ja irgendwie das Thema im Namen haben, deswegen. Der Nachname Goth. Also ich bin echt zufrieden. Ich finde sie richtig, richtig cute. Die Haare geil, das Outfit sowieso. Also dieses Kleid, Korsett und so, richtig geil. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr sie findet. Und falls ihr auch bei der Challenge mitmacht, ihr könnt mir gerne Bilder auf den Discord schicken. Und vergesst nicht, bei den anderen Tagen der 33 Tage Create a Sim Challenge vorbeizugucken, denn ich habe da schon viel gemacht. Und ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.